Jetzt sind wir hier am berühmten Waterloo-Ufer. Ja, und wir sehen Autos und wir sehen keine Fahrradfahrer. Ich glaube, das ist eine Strecke, die durchaus von Fahrradfahrern benutzt wird. Aber dass wir so rigoros diese gesamte Spur absperren und dadurch den Verkehr, man sieht ja, was haben wir hier, 20 Autos mit ein bis zwei Fahrern drin und wir haben momentan kein einziges Fahrrad auf der Seite. Das kostet nur Raum und bringt keine Verkehrssicherheit. Hier haben wir auch wieder so ein tolles Poller-Ding da. Das sieht erstens hässlich aus, hat ja auch gerade der Gestaltungsrat in Berlin gesagt, das geht gar nicht. Wie sieht das alles aus und was soll es hier bringen? Es ist klare, vorgegebene Wegmarkierung und diese Poller bringen null. Und ich meine, allein wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, das Wildparken hier in der Mitte, dann haben wir diese Barken, die hier stehen, das sieht doch alles völlig vermüllt aus und dementsprechend behandeln die Menschen das auch. Wir kennen das ja, das ist nicht das, was wir uns unter einer schönen Straße sowohl für Fahrradfahrer, für Busgänger wie auch für Autos vorstellen. Die Barken sind jetzt die Vorstufe der Poller, aber wir haben das ja gerade gesehen, die Poller sehen ja auch nicht besser aus. So, jetzt haben wir hier auch so eine tolle Verkehrsführung hier vor uns. Wir sehen, dass hier wird auch eine Spur verengt. Völlig unsinnig. Sieht man hier jemanden arbeiten? Nein, sie stehen hier rum und stören den Verkehr. Das ist eben das Problem. Wir haben eine fast 4-Millionen Stadt. Es ist unvorstellbar, dass 4 Millionen Menschen nicht mobil sein müssen. Wir wollen unsere Kinder in der Schule haben, wir müssen zur Arbeit. Wir wollen auch mal ins Restaurant oder in die Oper fahren. Und das bedeutet, wir müssen Mobilität in dieser Stadt ermöglichen. Sowohl für denjenigen, der es mit dem Fahrrad machen will, wie für denjenigen, der läuft. Aber auch viele brauchen halt ihr Auto, um das zu erledigen, was sie erledigen wollen oder müssen. Dafür müssen wir solche Verkehrsachsen auch entsprechend leistungsfähig gestalten.